Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf Aquadicted, unserem und eurem Aquaristikkanal. Und heute ist es soweit, wir haben euch vor einer ganzen Weile gefragt, ob ihr mal ein Video sehen wollt, in dem wir unsere Fisch-Highlights zeigen können, sollen, wollen. Und das werden wir jetzt tun. Wir legen gleich los und gehen hier so Block für Block durch und zeigen euch, was wir Seltenes oder zumindest besonders Erwähnenswertes oder Schönes da haben. Und die werden wir euch jetzt einfach mal vorstellen. Also viel Spaß in diesem Video und los geht's. Ich stehe jetzt vor unserem Block, was ist das? 9, 1? 9. 9, okay. 9.2. 9.2, also wir fangen von hinten an, denn da geht es vorne los mit der 1 und das ist Block 9. Und ich stehe jetzt vor 9.2, also das ist die mittlere Etage, weil 9.1 ist das. Das ist die 2 und das ist die 3? Nee, andersrum. Andersrum. 1, 2, 3. So rum. Kannst du jetzt gar nicht sagen. Nee. Oben ist 1, 2, 3. Okay, gut. Genau. Also von links nach rechts, von oben nach unten. Genau. 9.2 ist ein Block, den wir mit dem schönen und immer wieder fragt ihr Black Zambia Kies gestaltet haben. Also du eigentlich schon vor 3 Jahren fast. Und das ist ein cooler Block, ich mag den. Also es gibt ja immer so Aquarienblöcke, wo so diese persönlichen Highlights und Favoriten drin schwimmen. Und deswegen legen wir jetzt hier auch gleich los. Und in der mittleren Etage haben wir einmal zwei, eigentlich drei Kandidaten, 4 Kandidaten, die wir sogar schon im Adventskalender hatten. Die Regenbogenfische, also diese Blauaugen und die, ja, Kuboten, die hatten wir auch schon. Und auch die Fünfgürtelbarben und die Popokopfbarben. Und der Fisch, den ich euch jetzt eigentlich zeigen will, den sieht man gefühlt nie. Oder wenn man ganz genau reinguckt und eine Weile sucht, dann findet man ihn. Und zwar zeigen wir euch jetzt die Holzkatzen. Das sind die Woodcats. Also im Englischen heißen die so, zumindest beim Corey hießen die so. I think I got a Woodcat or something. Das sind Trugdornwälze zu Deutsch. Da gibt es verschiedene Arten und wir zeigen euch jetzt den Perugiae. Also jetzt muss ich selber erstmal lesen. Ich kenne die noch als Tatja, so hießen die früher immer. Und jetzt heißt er Centromochlus. Okay, Perugiae. Das sind kleine Fische, die werden so um die 6 cm groß, sind eigentlich hübsch gezeichnet. Du hast gerade noch mal geguckt, Honeycomb. Catfish oder Woodcatfish heißt der, der hat so ein schönes Muster. Das Schöne bei denen ist, die sind eigentlich unverwüstlich, also ob ihr die in einem weichen, mittelharten oder härteren Wasser halten wollt, das funktioniert eigentlich ganz gut. pH-Wert so im neutralen Bereich und die sind sehr, sehr, sehr widerstandsfähig und eigentlich auch, ja, die werden steinalt, wie viele von diesen Fischen. Also da werdet ihr eine Gruppe kaufen und wahrscheinlich über x Jahre haben. Das ist wirklich ein pflegeleichter Fisch, der liegt gefühlt den ganzen Tag einfach reglos rum. Schon gesagt, und ihr werdet ihn lange haben und lange nicht sehen. Genau, der liegt reglos rum. Und wir hören das immer mal wieder, wenn Kundschaft hier ist. Was ist denn mit dem? Geht es dem nicht gut? Ist der tot? Nein, dem geht super. Denn diese Fische explodieren in dem Moment, wo man Futter ins Aquarium macht. Also jetzt sieht man gar keinen. Aber wenn wir dann gleich füttern, dann rotieren die hier durchs Aquarium, als gäbe es kein Ende mehr. Und dann ist auch richtig Alarm. Und dann fressen die sich den Bauch voll und dann parken sie wieder. Aber wenn ihr die seht, dann sehen die wirklich hübsch aus. Die erinnern mich so ein bisschen, zwar nicht von der Farbe, aber von der Körperform, wie so ein richtiger Wels, so ein Waller. Ja, so ein Waller. Hm. Und sowas, wo die in den Südstaaten in diese Flüsse und Schlammlöcher gehen. Nudling. It's not a little sour on your machines, won't it? Nudling, genau. This one's me. Hey. I got the little girl fish. 45 on this one, we didn't weigh Hannah's. So sehen die ein bisschen aus, finde ich. Genau, die gucken auch immer ein bisschen grimmig. Und die verstecken sich von Natur aus gerne in diesen Löchern und Spalten vom Treibholz. Deswegen heißen sie eben so. Und wenn ihr die im Aquarium habt, dann habt ihr die wirklich für ewig. Also wir finden die echt hübsch. Und das ist so ein Fisch, den erwähne ich deswegen, oder wir zeigen euch den jetzt deswegen, weil den irgendwie keiner auf dem Schirm hat. Also ich weiß nicht, du nennst sie immer die Motten, wie heißen sie? Diese Delta-Flügel-Wälzer, die Haras, die werden zwar immer mal gehypt und gefeiert und die sind sicherlich auch interessant. Die finde ich persönlich viel, viel cooler und die werden ein Stückchen größer, so um die 5-6 cm. Die sind auch auffälliger von der Farbe. Die sind wesentlich auffälliger. Die anderen sehen wirklich aus wie
eine graue Wollmaus, die irgendwo in der Ecke rumliegt. Und die machen auch nicht mehr. Aber da sehen die wenigstens noch ganz gut aus. Könnt ihr locker im 60er Becken halten. Die sind sehr, sehr, sehr gut vergesellschaftbar. Also hier rennen auch Amano-Garnelen rum. Denen tun die überhaupt nichts. Bei Zwerggarnelen würde ich mal sagen, gefährlich. Kommen aus Südamerika? Ja. Aus als relativ großes Verbreitungsgebiet, Kolumbien, Peru, Brasilien. Also scheint kein seltener Fisch. Wie gesagt, ein Fisch, der echt hübsch ist und der es eigentlich verdient hat, ein bisschen mehr in den Fokus gerückt zu werden. Das ist so in dieser Etage eigentlich der besonders erwähnenswerteste Fisch. Und dann haben wir hier noch Schwimmen. Nee, das ist sogar noch ein Kandidat mehr. Wir hatten noch den Flossensauger auch schon im Adventskalender. Ja. Also es ist echt ein reichlich gefülltes Becken mit Kalendertürchen. Und was in diesem Becken immer auffällt, also ich mag diese Community hier auch sehr, sehr gern. Und zwar haben wir hier einmal diese Neongrundeln, die sind auch sehr, sehr hübsch. Die stellen wir euch vielleicht mal in einem separaten Video vor. Die hatten wir aber schon mehrmals erwähnt. Genau. Hatte ich ja früher immer in meinem 2-Meter-Aquarium. Und da vorne schwimmen sie auch drin. Asien-Setup war, ne? Also die sind wirklich hübsch, die Flossensauger und die Fächerhandgarnelen. Und Fächerhandgarnelen, also jeder liebt Fächerhandgarnelen. Ja, wir machen sie jetzt alle drei zusammen. Wenn ich einmal hier das Becken abfilme, dann nehmen wir jetzt alle drei Fische hier mit rein. Genau, also wir haben die Flossensauger und zwar die Riesenflossensauger oder die großen Flossensauger, Prachtflossensauger, die haben ja verschiedene Namen. Dann Neongrundel von diesen Stiefodon-Arten gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene. Das ist die Eleganz. Erst noch so die bezahlbarste, würde ich mal meinen. Also bei den Grundeln kann man ja richtig Kohle ausgeben. Und bei denen ist es so, also sie sind auch in Asien und auf diesen ozeanischen Inseln da sehr, sehr weit verbreitet. Deswegen gibt es auch viele Arten, die ein Larvenstadium im Brackwasser haben. Ich erwähne es immer wieder, Fischzucht ist jetzt nicht mein Part, da kann ich euch auch nicht dazu sehr viel erzählen. Ich kann nur sagen, wie es mit der Haltung aussieht. Und zwar sind die eigentlich auch sehr gut vergesellschaftbar, untereinander allerdings die Männer recht territorial, weil da vorne im 3-Meter-Becken, da sind ein paar drin. Und immer wenn einer, also der Chef, auf seinem riesengroßen Dino-Eistein sitzt und da die volle Farbe zeigt, dann überblickt er immer ganz genau sein Revier, ob da ja kein Konkurrent ist und kein Kontrahent. Grundeln halt. Ja, Grundeln. Die machen immer gerne Stress. Aber so hier in dieser Community, wie gesagt, kommen sie sehr, sehr gut klar, haben eben wirklich eine tolle Farbe, die sehen fast wirklich so unreal aus, also wie ein Meerwasserfisch. pH-Wert und Härte bei denen jetzt gar nicht so niedrig, die wollen jetzt kein weiches Wasser, eher mittelhart bis hart und ja, alkalisch und neutraler pH-Wert, das finden die gut. Kommt wahrscheinlich auch im Fundort an, bei so einem großen Fundortgebiet. Jetzt ist die Sache mit der Ernährung. Da müssen wir, glaube ich, noch mal drauf eingehen. Genau, das ist ein guter Punkt, denn die Flossensauger sind ja auch Limnivor, also Aufwuchsfresser, heißt tierisch und pflanzlich. Und das ist bei den Grundeln auch so. Also Algen. Manchmal werden sie als Algengrundel verkauft, da gibt es ja auch noch welche. Die haben das ja bei dir richtig gut gemacht. Mhm. Bei denen ist es so, die fressen auch beides. Also Aufwuchs ist ja pflanzlich und tierisch und brauchen beides. Meine haben Tubifex zum Schluss mitgefressen und haben sich da wirklich über diesen Ball da, also wirklich die Würmer nur so reingezogen. Und Blaualgen, ne? Man sollte schon ein Aquarium haben, was einen guten Aufwuchs schon hat, also wenn man sie kauft. Becken, kein neues. Weil das dauert ein bisschen, bis sie auch die Ersatzfuttersorten annehmen und am Anfang ernähren sich wirklich nur vom Aufwuchs. Ja, und der muss eben schon da sein, also nicht allzu clean. Die kommen von unserem Großhändler, vom Aquarium Grundmann. Grüße gehen raus. Super konditionierte Tiere und recht bezahlbar. Wie gesagt, die Grundeln, also diese ganzen neuen Arten, da kann man ja bis zu 100 € und mehr für ausgeben. Die sind relativ günstig. Und die Fächerhandgarnelen, da haben wir hier zwei Arten drin. Einmal die Molukken und einmal die Carbonensis, die Riesenfächerhandgarnelen. Die eine kommt, also die Molukkeninseln sind ja auch in Ozeanien. Und die Gabun, wie der Name sagt, aus Westafrika. Die haben aber auch alle ein sehr, sehr großes Verbreitungsgebiet, weil auch bei denen ist es so, die Eier treiben ja ins Meer. Also dieser einfache Vermehrungstyp wie bei den Amanos, der ist eigentlich kompliziert, weil da gehen die Eier ins Meer. Die Larven wachsen im Salzwasser auf und wandern dann wieder ins Süßwasser. Da ist es einfacher, die Zwerggarnelen vermehren zu lassen. Also hier sind meines Wissens nach noch nie Nachzuchten im Handel gewesen. Rheingarnelen will sich jetzt mal dran versuchen. Ich bin gespannt. Das sind auf jeden Fall Importe und die sind auch, wie gesagt, sehr, sehr weit verbreitet. Da kann es auch wirklich sein, wie bei Meerwasserfischen, dass dann die eine Art irgendwie in Ostafrika und auch an der Westküste der USA vorkommt, weil dann irgendwie die Eier mal darüber getrieben sind oder die Larven. Also es ist gut denkbar, dass es die eigentlich sehr, sehr, sehr weit verbreitet gibt und vielleicht auch mal da oder dort herkommen. Ja, ganz am Anfang, als die Garnelen, diese Gabun, auf den Markt kamen, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, da gab es noch mal so große für relativ wenig Geld.
Und dann irgendwann haben die dort festgestellt, Mensch, die könnten wir auch auf dem lokalen Markt verkaufen zum Essen. Seitdem kommen nur noch kleine oder große zu horrenden Preisen. Wir haben jetzt ja die kleinen. Heunemanns hatte mal welche, der Thomas von der Zoobox. Ja. Die hatten beim Unboxing mal Monster. Riesen Tiere ja. dabei. Also wirklich 15 cm. Kommen selten und dann sind sie auch sehr, sehr teuer. Auch wir haben hier in der Hinsicht eher die kleineren da. Und manchmal sind sie blau, manchmal nicht, je nachdem, wie lange die Häutung her ist. Sind viel Trierer, also die brauchen, sieht man ja schon, ganz früher hießen die mal Radargarnelen, weil sie solche ja, Empfänger da haben. Die stehen hier den ganzen Tag in der Strömung, also bei den Molukken ist es noch viel krasser, die zeigen sich gern. Die Gabun, die sitzen eher irgendwo so in ihren Röhren und Höhlen, das mögen die gern. Die stehen immer in der Strömung, also selbst wenn es so krass strömt, dass man denkt, die kommen gleich gar nicht mehr klar. Wenn weniger Strömung da ist, dann sind sie auch irgendwie aktiver, selber sich Futter zu organisieren. Hm. Okay. Und vor allen Dingen ist es so ein Zeichen für euch zu Hause, dass es, ja, dass die Hunger haben oder eben die Strömung fehlt oder beides. Wenn die nämlich unten kehren, den Boden, das ist wirklich ein Zeichen für ja, mangelnde Ernährung. Also denen fehlt Futter, weil es dicht von alleine kommt, müssen sie sich aufsammeln. Und das ist aber nicht der Sinn der Sache. Das müsst ihr beachten. Wasserwerte, die kommen im relativ weichen Wasser, klar. Nicht zu weich, ja, weich, mittelhart bis hartes Wasser geht auch. pH-Wert im leicht sauren bis neutralen, leicht alkalischen Bereich. Temperatur, wenn möglich, nicht ganz so hoch, weil auch in den Tropen ist es so, dass die Flüsse, wenn sie schnell fließen, gar nicht so warm sind. Also so bei, ich weiß nicht, was geben sie hier an? 18 bis 26 Grad, 24 bis 28, das ist unterschiedlich. Ich würde jetzt mit 20 bis 25 Grad meine Empfehlung aussprechen. Ich denke, das passt ganz gut. Im Sommer wird es meistens sowieso ein bisschen wärmer, kommen die auch klar, aber nicht dauerhaft so warm. Also nichts fürs Diskusbecken. Warum ist jetzt das deine Lieblings-Community? Weil die Leute hier auch sehr gerne davor stehen. Also ich feiere das Becken eigentlich, wenn ich da so eine Vivomo-Tablette reinmache und dann ist da immer Action. Also die Flossensauger machen Alarm, die Grundeln machen Alarm, das sind eben alles so Flussfischer. Und hier ist eine kleine Strömungspumpe drin, da ist immer was los. Also ich mag dieses Becken. Also ich dachte, du gehst jetzt drauf ein, weil die Kombination des Fressens... Die passt natürlich perfekt, na klar, deswegen ja. sitzen sie auch zusammen. Also das Futter ist jetzt für jeden praktisch. Also wenn ich jetzt eine Vivomo oder eben dieses Aufwuchsfutter da reinschmeiße oder eben auch mal das Fächerhandgarnelenfutter, dann kommen die natürlich alle gut klar. Und das einen Vorteil ist nicht das andere Nachteil. Klar, genau. Deswegen sitzen sie eben auch zusammen. Die Flossensauger reiben die Vivomos auf, sodass viel Staubfutter entsteht. Genau, dann kommen die Garnelen. Können die Garnelen das und die Grundeln, die kommen dann auch noch mit. Also hier ist immer Royal Rumble, wenn gefüttert wird. Das ist immer echt cool zu sehen, wie sich hier alle ums Futter streiten, aber irgendwie auch doch nicht streiten. Bisschen wie Adventskalender-Style, oder? Ja, irgendwie schon. Ja. In der 9.1 gab es eigentlich nicht so viel zu sehen, deswegen sind wir gleich eine Etage tiefer gerückt in die 9.3. Und hier schwimmen neben Sumatra-Barben und goldenen Sumatra-Barben noch andere Barben und zwei andere Fische, die wir jetzt mal erwähnen möchten. Ich beginne mal hier vorne und zwar, das ist die, ja, das ist die Glas-Community hier. Da haben wir die Glaswälzer. Also ich habe jetzt hier stehen Cryptopterus minor, aber so richtig weiß das irgendwie auch hier nicht so jemand. Ne? Also die indischer Glaswälz, so. Der aus Malaysia kommt und also das ist... Es gibt ja diese Picirines und minor und eigentlich zig Arten. Keiner kann so genau sagen, was da jetzt so importiert wird. Also auch auf den Großhändlerlisten ist man da ja, manchmal nicht so ganz sicher. Ja, das ist auch irgendwie, der indische Glaswels ist nicht der, selbst wenn er so heißt, kommt aus Malaysia und das ist alles eine Verwirrung. Und die werden auf jeden Fall unterschiedlich groß angegeben. Also hier steht jetzt 8 cm, die anderen 12. Also ich würde mich da jetzt nicht so festlegen. Meiner Erfahrung nach werden die, wenn man sie gut hält, eigentlich alle so locker um die 10 und mehr Zentimeter. Die sind eigentlich in jeder Hinsicht cool. Ich mag die. Erstens mal, weil... Alles, was lebenswichtig ist, passiert nur im ersten Fünftel. Der Rest ist irgendwie nur dekorativ. Eigentlich Beiwerk. Im ersten Sechstel. Also das ist wirklich. Ja, also man sieht auch immer ganz cool, was die gefressen haben, wenn es rote Mücken gab oder so. Oder eben auch mal Trockenfutter, gehen die übrigens ran. Dann ist der sehr durchsichtig. Dann sieht man dann im Magen und im Darm, was da los ist. Also bei roten Mücken zum Beispiel, dann sind die auch innen rot. Es sind tolle Fische und gar nicht so sensibel, wie sie früher immer galten. Also Wasserwerte ist bei denen auch relativ easy. Also von einem weichen bis zu einem mittelharten Wasser überhaupt gar kein Problem. Wir haben ja hier mittelhartes Wasser.
pH-Wert im, ja, auch wie bei so vielen Fischen, sag mal so 6,5 bis 7,5, perfekt eigentlich, das passt gut. Wir sind recht tolerant, Temperatur auch so um die 22 bis 26 Grad. Das ist ein echter Schwarmfisch. Also wenn ihr da eine 10er-Gruppe oder 5er-Gruppe zu Hause habt, dann stehen die immer in Formation. Also immer alle zusammen und die gucken auch lustigerweise irgendwie immer in eine Richtung. Und wenn sich dann einer rumdreht, dann drehen sich alle rum. Diese Fische sind super interessant und wie gesagt gar nicht wirklich sensibel. Auch nicht, was das Futter angeht. Allerdings sind sie nicht besonders zeigefreudig. Also hier ist es so, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, sich abzuducken. Und die sind es gewohnt. Auch das Licht sehr stark runtergedreht. Ja, es ist relativ dunkel. Genau. Also hinten ist es schon sehr finster. Da sieht man kaum noch, was los ist. Aber wenn ihr die zu Hause habt und habt ein dicht bepflanztes Becken, könnt ihr euch schon mal damit anfreunden, dass ihr sie die ersten Tage und Wochen wahrscheinlich nie sehen werdet. Und dann nach einer Zeit werden die aber zutraulich, vor allen Dingen beim Fressen. Also Futter, da kommen die dann auch raus. Also die brauchen Unterstände, ich hatte sie ja nun auch in dem 2-Meter-Becken drin. Mhm. Und die brauchen Unterstände auf jeden Fall, wo sie sich verstecken können. Die lieben Anubias. Genau, und die kommen dann schon, wie du es jetzt schon sagst, raus. Und die sind auch sehr dominant am Futter, die ballern da richtig raus. Ja. Und die machen da ganz schön Gewirbel. Die haben auch von vorne, also die sehen eigentlich von vorne ziemlich zornig aus, auch wie, wie so ein Waller. Ist aber doch ein sehr, also ich finde immer so diese durchsichtigen Fische, die wirken schon von Natur aus so grazil und zerbrechlich, aber sind die gar nicht. Der ganze Rücken muss ja voll mit Muskeln sein. Ja, klar. Und Muskeln müssen ja auch mit Blut versorgt werden. Wo ist das? Ja. Haben die durchsichtiges Blut? Ich verstehe es nicht. Wirklich. Also man kann ja ein paar Sachen erkennen, also das ist schon ein verrückter Fisch. Ja. Was ich nicht verstehe, ist, dass die gar nicht mehr so oft gehalten werden. Also ich finde die jedes Mal, wenn wir hier so beim PVC machen oder jeden Abend beim Füttern sind, fasziniert mich dieser Fisch immer wieder aufs Neue. Das ist wirklich so einer, der nie aufhört, für mich persönlich faszinierend zu sein. Und irgendwie werden die gar nicht so oft gehalten. Die das müssen wir ändern. Die Sarah sagte letzte Woche zu mir, als wir so durch die Aqua in Gotha gegangen sind, eines der schönsten und wirklich besten Fische, nie Verlust, also wirklich sehr robust, aber es kauft keiner. Ja, das stimmt. Die werden nicht mehr gehypt und das müssen wir jetzt ändern mit diesem Video. Also Gesellschaftsbecken, klar, das passt jetzt nicht besonders zusammen. Also eine Sumatra-Barbe oder ein Blutsammler oder alles, was extrem durchsetzungsstark, groß, räuberisch und so weiter ist, klar, das setzt ihr nicht zusammen. Bei Gesellschaftsbecken, also Salmler, kleine Bärblinge, Wälzer, also hier sind jetzt auch noch so ein paar Garas drin, auch Amano-Garnelen sind da drin, perfekt, also wirklich ein perfekter Fisch. Und die habt ihr auch jahrelang. Also wenn ihr noch mal was Skurriles sucht und ihr müsst die nicht immer sehen, sondern ihr wollt einfach, es reicht euch die Gewissheit, sie zu haben und ab und zu zeigen sie sich mal, dann haltet diese Glaswälzer. Also Becken ab einem Meter, Meter 20 ist okay, nicht zu kleines Aquarium. Und ich habe es ja gerade gesagt, die Glas-Community, dann haben wir noch einen Glasbarsch drin. Und ich kann mich erinnern, also als ich noch angefangen habe oder auch noch mit der, noch gar nicht so wirklich im Game waren und waren dann noch in der Lehre oder in der Schule, also in der Literatur stand immer, indischer Glasbarsch ist Brackwasserfisch und nicht haltbar und sensibel und frisst nur Lebendfutter. Also wir haben jetzt hier einen Glasbarsch, also Parambassis ist diese Gattung, gibt es auch viele verschiedene. Man liest immer diesen indischen Glasbarsch. Das ist hier eine andere Art. Das hier ist Parambassis siamensis und kommt aus Kambodscha, Siam. Ja, Siam, genau. Thailand. Und der wird auch ein bisschen größer. Diese Fische sind auf jeden Fall rein im Süßwasser. Die sind trotz ihres zerbrechlichen Aussehens doch durchsetzungsstark. Also sie werden ungefähr so 5 cm größer, werden die nicht. Also diese Art, was wir so regelmäßig kriegen. Die fressen auch mittlerweile sehr, sehr gut Trockenfutter, Granulat und Flocken. Aber natürlich bevorzugt Frost- und Lebendfutter. Und ja, wie gesagt, gar nicht so zerbrechlich, also auch recht durchsetzungsstark. Die holen sich schon, was sie wollen, ohne dass es aggressive Fische sind. Also hier in diesem Becken kommen die auch super gut klar. Und wenn ihr die auch da wieder in euer Gesellschaftsaquarium setzt, wo nicht zu viel Stress drin ist, und aber auch nicht zu sensible Fische, also so ein filigraner Regenbogenfisch oder so ein Guppi mit einer langen Flosse, das würde ich jetzt nicht kombinieren. Sagen wir ein paar Barben oder Bärblinge, ein paar Salmler, auch da wieder Wälzer, auch Amano-Garnelen. Das passt sehr gut, da könnt ihr die auch mit reinsetzen. Und wie gesagt, die schwimmen bei uns definitiv nie im Brackwasser. Wir halten die im reinen Süßwasser und die kommen auch so. Also da ist viel
ja, Fehlinformationen oder einfach so falsch eingebürgertes Halbwissen unterwegs. Das, was die meisten Händler dann importieren, das sind dann keine Brackwasserfische. Futter, wie gesagt, Trockenfutter, Frostfutter, Lebenfutter bevorzugt und Gesellschaftsbecken mit nicht zu stressigen Beifischen funktioniert ganz gut. Der ist nicht ganz so durchsichtig, der hat irgendwie immer so einen gelben... Ja, so einen der gelben, hat so einen gelblichen Einstich, stimmt. Der ist vergilbt. Der ist vergilbt, genau. Der liegt schon länger. ja, wie so, auch eine Glasscheibe im Raucherzimmer. Der erinnert mich ein bisschen an diesen geilen Beulenkopfglasbarsch, den ich schon ewig nicht mehr live gesehen habe. Beim Sascha im Video letztens, glaube ich, da haben die mal gezeigt. Das ist eine große Art, also der wird auch so 10 cm und die habe ich jetzt noch nie größer gesehen. Ja, so 6 cm, ja. Das ist Durchschnitt. Und ich glaube, die haben sie bei uns auch fast. Also wenn ihr auch da mal was Besonderes wollt, toller Fisch. Und auch der hat es verdient, mal wieder mehr in den Fokus zu rücken. Klingt immer nach Barsch, der denkt. Es ist kein Buntbarsch. Es ist kein Buntbarsch, nicht, dass wir wieder Ärger kriegen hier. Nein, es ist wirklich keine Brutpflege demnach. Nein. Aber er ist wirklich sehr friedlich und hat eigentlich gar nichts Barsch-typisches. Also es ist kein Barscherfisch. Nee, genau. So, jetzt rücken wir noch mal eins nach hinten, denn das ist der dritte Fisch, den wir euch jetzt mal zeigen wollen. Und den gibt es im Hobby noch gar nicht so lange. Hier haben wir Schwimmen, die indische Hochflossenbarbe, Oreichthys crenochoides. Die gibt es noch nicht so lange im Hobby. Ich glaube, der Frank Schäfer hat die bestimmt. 2009, helf mir mal nach. 2009. Von Frank Schäfer beschrieben. Genau, also Frank Schäfer von Aquarium Glaser. Genau. Diesen Fisch habe ich aber, also 2009 ist ja nun doch schon wieder eine Weile her, bis letztes Jahr noch nie live gesehen. Du hattest die schon etwas länger vorher. Die gibt es auch in der Aquaristik schon ein bisschen länger als 2009. Es war halt einfach wie alle indische Fische. Mhm. In Indien ist die Aquaristik und auch das Hobby nach Fischen zu suchen, ist bei den Indern nicht so stark verbreitet. Also da gibt es ja meistens diese Klassiker, die es schon immer da gibt. Ne? Ja, also ich denke, aus Indien könnte noch unfassbar viel Gutes kommen. Und der erste Aufschrei war, als die Rotstrichbarbe kam. Und stimmt. Auf einmal haben die Leute, also weltweit, sich für Indien interessiert. Ach, es gibt ja doch bunte Fische in Indien und schöne Fische. Ist jetzt auch kein kleines Land. Ne? Genau. Und wie gesagt, in Indien haben nicht so viele Menschen das Hobby, ichthyologisch aktiv und unterwegs zu sein und gucken, was in den Flüssen so rumschwimmt. Muss der Herr Blair noch mal 1-2 Indien-Expeditionen machen. Ja. Also, was gibt es zu diesem Fisch zu sagen? Wie gesagt, noch nicht, also ist auf keinen Fall Mainstream, noch nicht so wirklich verbreitet und ich habe sie bei dir jetzt auch zum ersten Mal gesehen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Wirklich, habe ich dich geinfluenzt. Und du hast mich gepetfluenzt. Gepetfluenzt. Gefischfluenzt. Diese Fische sind, also Barben, ist ja immer noch diese Verallgemeinerung sehr, sehr oft verbreitet, dass das alles Stresser und Flossenfresser sind. Das gilt für die auf keinen Fall. Wäre doof, wenn man eine lange Rückenflosse hat. Und man frisst sich gegenseitig an. Das ist genauso klug wie ein Schleier Blutsalmler. Ja. Das ist sehr nachhaltig. Also bei diesen Fischen ist es so, dass die vom Wesen her, also ich würde sie mit einer Bitterlingsbarbe vergleichen. Sehr gutmütig, keine Stresser. Die werden... Also die Beschreibungen sind sehr unterschiedlich. Also auf unserem Schild steht jetzt 4 cm. Ich habe auch schon was von 5 oder 6 cm gesehen. 3 bis 5 ist in der Literatur. Und da unsere Schilder nicht so groß sind, nimmt der Verfasser wahrscheinlich immer die goldene Mitte. Genau, 4. Gilt aber für die Männchen. Ja, die Männchen haben auch diese großen, riesigen, also wirklich riesigen Flossen. Die sehen fast schon so comicartig aus, die Fischer. Also die Mädels haben dann auch eine auffällige Flosse, also dieses Gelb-Schwarz fällt schon auf, aber bei den Männchen, wenn die ruhig stehen, dann ist es fast wie bei dem Kirschflecksammler, dann hängt das ja schon drüber, also diese Flossenspitzen. Und ja, sind eigentlich sehr, sehr umgänglich, also pflegeleicht, auch da wieder weich bis mittelhart, pH-Wert im neutralen Bereich, leicht sauer bis leicht alkalisch, Futter überhaupt gar kein Problem, also Lebendfrost sowieso, Trockenfutter überhaupt gar kein Thema, die gehen an alles. Ich habe festgestellt, man muss die ganz gut konditionieren, weil die werden sonst schnell schlank. Also man sollte da, oder wir würden euch das empfehlen, die auch gut und regelmäßig zu füttern. Und vergesellschaften könnt ihr die auch sehr, sehr gut. Also wie die Bitterlingsbarbe, unser erstes Kalendertürchen überhaupt, sind die eigentlich perfekt fürs Gesellschaftsbecken. Könnt ihr auch schon im 60er, also Becken würde ich sie noch nicht empfehlen, aber in einem 80er Becken, in einem relativ kleinen Aquarium, könnt ihr sie ganz gut halten. Schwimmen rum, stehen auch mal rum. Untereinander
kann es mal zu Reibereien kommen, weil die Männchen kleine Reviere besetzen im Aquarium. Mhm. Deswegen sollten die Ränder und auch, naja, es sollte gut strukturiert sein, schön und bepflanzt, gut bepflanzt, damit das auch jeder was abkriegt. Und mhm. aber unter anderen Fischen ist komplett friedlich und ja. auch sie stressen sich auch untereinander nicht so, dass die sich irgendwie kaputt machen. Ich finde als Referenz immer gut, wenn Schnecken und Amano-Garnelen sich selbstbewusst durchs Aquarium bewegen. Dann müssen die keine Gefahr fürchten und auch hier ist es so absolut entspannt. Und ein Fisch, der definitiv verdient hat, mal mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist wirklich ein toller, schöner, friedlicher, ja, relativ neuer Schwarmfisch. Ich würde sagen, mit Block 9 sind wir jetzt durch. Jetzt schauen wir mal, was es da drüben noch Schönes gibt. Im Block 8 gibt es nicht so viel zu zeigen. Ein paar Sachen schon und die werden wir euch jetzt nicht vorenthalten. Also ich bin jetzt wieder in der... Der ganze Block ist voll mit Fischen, hier gibt es nicht viel zu zeigen. Also zu zeigen gibt es schon viel, nur Highlights. Also ich glaube, die meisten von euch wissen, wie ein Schmucksammler aussieht und ein blauer Neon und ein Glühlichtsammler. Aber hier ist es vor allen Dingen welttechnisch interessant. Und zwar haben wir hier die... Dreieckspanzerwälze heißen sie, glaube ich, zu Deutsch. Und zwar sind das auch Corydoras, Equus heißen die. Was haben die mit Pferden zu tun? Was mit Pferden? Na, Equus ist doch mal Pferd, oder? Keine Ahnung, da bin ich völlig raus. Ich habe also Tiere mit Fell und vier Beinen, da habe ich überhaupt keinen Plan. Also okay. Egal welcher. Hat das was mit Pferden zu tun? Ja, wenn ja, dann blende es mal ein. Ja. Eigentlich müssten sie heißen Corydoras triangularis, oder? Ja. Ja, wenn es Dreieckspanzerwälze wären. Also, ich habe die in besonders geiler Optik gesehen auf der Interzoo beim Duke auf dem Stand. Ja. Der hatte die im Schaubecken und die zeigen bei uns leider überhaupt gar keine schöne Farbe. Können allerdings extrem smaragdfarben aussehen. Also die Optik ist sehr, sehr speziell bei den Fischen. Die sind auch nicht schwerer zu halten als andere. Also die Haltung ist ja, wie gesagt, ähnlich. Deswegen fasse ich die jetzt mal zusammen. Und die sind schon relativ groß hier. Also ich würde mal sagen, 4 cm, 4,5 haben sie schon. Wir hatten auch letztens eine ganze Gruppe nach Altenburg verkauft. Da ist auch jemand ein Stückchen weitergefahren, weil er die nirgends gefunden hat. Und das ist ein relativ teurer Panzerwels, muss man dazu sagen. Also die gibt es jetzt, sind auch keine Mainstream-Fische, die gibt es jetzt nicht immer und überall. Und ja, werden so um die 6 cm, wie gesagt, 5 haben sie auf jeden Fall schon und eine tolle Zeichnung und vor allem. Müssen wir gar nicht so viel erzählen, hat ja der Martin schon komplett mit Zuchtbericht alles gemacht, mhm. abgefrühstückt den Fisch. Ja. Equus heißt Reiter. Reiter, okay, gut. Mhm. Das ja, wusste kommt ich von Equus Romana, römischer Reiter, aber okay. Es ist Reiter, genau. Ja, okay. Das kennt man so, wenn man mit Pferdemädchen zu tun hat. Equiva zum Beispiel ja. ist eine Firma und da geht es um Reitsportartikel. Ja, dann habe ich jetzt wieder was Neues gelernt. Genau. Jeden Tag was Neues. Die Panzerwälze, also das haben wir hier sowieso gemacht. In allen Aquarien, wo jetzt Panzerwälze schwimmen, ist hier der 08er. Ja, dieser Kies, der auch hinten ist, also gleiche Optik, nur in etwas feiner, ist jetzt vorn drin und das mögen alle Panzerwälze sehr, sehr gern. Er ist vor allen Dingen nicht so fein, das ist jetzt kein extrem feiner Sand. Und für uns ganz praktisch kann man noch durchmulmen und die Panzerwälze feiern das auch. Haltung, ich habe es gerade erwähnt, ein sandiger Boden, aber auch Soil geht sehr, sehr gut, die wühlen gerne. Zeig mal lieber den, finde ich, viel schöneren Fisch rechts daneben. Ah. Der passt eigentlich viel besser. Der sieht fast genauso aus und der ist noch ein bisschen orange. Das ist der Budget-Equus. Das ist genau, deswegen. Ja, der Venezuela-Panzerwels gibt es ja diesen schwarzen mhm. und den finde ich persönlich überhaupt nicht schön. Nee, ist nicht meins. Ja. Und der orangene. Also auch hier gilt wieder eigentlich für beide, die sind sehr, sehr ähnlich. Die haben dieses, also vor allen Dingen, wenn die ein Tageslicht bekommen. Also mhm. vom Fenster, die meisten von euch haben ja Fenster in ihrer Wohnung und die Aquarien nicht im Keller stehen. Wir nicht. Dann werden die auch mal Tageslicht bekommen oder Sonne. Das sieht extremst gut aus, also bei allen dreien, denn dieses Smaragdfarbene, das kommt dann wirklich krass zur Geltung. Und der, also meines Erachtens nach ist es ein Metallpanzerwels. Es steht ja immer Venezuelanus oder also diese der normale Ineos sieht meines Erachtens nach und auch vom Verhalten von der Größe 1:1 gleich aus. Das ist das schönste Panzerwels, der die letzten Jahre in den Handel gekommen ist, finde ich. Gerade wenn der dieses schöne orange Fleck hat, sieht der ganz stark aus. Ich habe noch einen anderen Favoriten, den habe ich aber noch nie live gesehen, den Pantanal Panzerwels. Ja, der ist auch cool. Das
Aber es gibt nicht sein, alle zu kaufen. Ich sage mal so, für die preiswerten oder besser gesagt für die bezahlbaren Arten ist das das Schönste, der seit den letzten Jahren in Handel ist. Also haben wir hier so eine Steigerung, sowohl finanziell auch als größentechnisch. Und für alle gilt sandiger Boden, auch Soil geht sehr, sehr gut, auch wenn das immer wieder irgendwo geschrieben wird, dass das nicht passt. Die wühlen auch sehr gerne im Soil. Ob euch das gefällt, ist natürlich eine andere Sache. Die fressen alles, was runterfällt. Man sollte Panzerwälzer aber nicht vernachlässigen und als reine Putzcrew einsetzen, sondern auch vernünftig versorgen. Sprich Futter. Da haben wir so eine sehr schöne Reihe, wo wir über Fischfutter gesprochen haben. Da gibt es eine ganze, ganze Menge, was man da füttern kann. Bei uns gibt es ein Softgranulat, es gibt Frostfutter, es gibt auch mal Vivormo-Tabletten. Alles, was runterfällt. Ja, haben wir ja alles schon durchgekaut. Panzerwelt bleibt Panzerwelt. Genau. Gehen wir mal eine Etage nach oben zu den goldenen Kongosalmlern. Ja, dann machen wir das. 8.2. Ja, hier gibt es eigentlich nur Moos und Garnelen und keine Fische. Und nebenan haben wir den Fisch, auf den du jetzt wahrscheinlich hinaus wolltest, haben wir jetzt das zweite Mal da gehabt und auch schon einige Male verkauft. Und ich kenne den jetzt auch schon eine Weile. Auch habe ich da schon ein bisschen Erfahrung sammeln können, wie es in der Haltung ist. Es geht um den goldenen Kongo-Sammler. Und zwar nicht den gelben Kongo, den man früher so kannte. Der sieht nämlich eigentlich nach gar nichts aus. Der goldene ist der Aurantiacus. Und der ist wirklich golden. Aber nicht nur golden, sondern der hat eine ganz interessante Optik. Also erstmal sind die Augen leuchtend blau. Und dann ist der Fisch im Prinzip so Anthrazit, grau, braun und wirklich quietschgelb gestreift, also Längsstreifen hat er. Die Männchen haben so eine ganz fahnenartig lange Flosse und werden auch sehr auffällig. Also die sind jetzt schon schön, nur wenn ihr die in einem Aquarium haltet, wo sie sich wohlfühlen und dazu gehört weiches und leicht saures Wasser, das ist wirklich wichtig, eine gute Bepflanzung und ja, das ist ja vor allen Dingen eine vernünftige Fütterung und das ist das, was der Fisch braucht, um dann Optik zu zeigen, also um sich wohlzufühlen. Kongo-Sammler, der Name sagt es schon, die kommen aus dem Kongo. Wo genau, kann ich jetzt nicht sagen. Lufimi und wie diese Flüsse da alle heißen, also keine Ahnung. Es gab mal einen schönen Bericht im Jahr 2018 in der Aquaristikzeitung, die habe ich sogar auch noch zu Hause liegen, aber da bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Also der Amazonas, oder? Aquaristik-Magazin. Die Amazonas also, hat er mal direkt nur über Kongo sein. Okay, und aber das war nur ein Bericht. Als schon ein paar Jahre her, da hat sich wieder so viel getan auf dem Gebiet, seitdem Roland immer da sehr aktiv ist. Der hat ja auch dafür gesorgt, dass diese Fische hier ins Hobby kamen. Das war auf jeden Fall 2018. Also, mit denen hast du mich abgeholt. Der gefällt mir auch viel besser als der Fantastik. Die sind beide cool. Ich hatte beide schon mal zusammen in einem Aquarium drin und die sind also meines Erachtens nach oder meiner Erfahrung nach sind die goldenen Durchsetzungsfähiger gewesen, wobei ich jetzt sagen muss, davon in unserem Afrika Tribute Aquarium schwimmen jetzt nur die fantastischen. Und die sind auch recht durchsetzungsstark, wobei es bei denen wahrscheinlich auch an der Größe gelegen hat. Die einen waren damals kleiner, die anderen waren größer. Die sind nicht so ganz so rabiat wie die, also wobei rabiat auch nicht das richtige Wort ist, durchsetzungsstark wie die normalen blauen Kongos, die Indoruptus, die ja eigentlich jeder kennt schon immer. Die sind auch fülliger und größer und massiger. Also die wären nicht ganz so groß, also so 8 bis 10 cm maximal. Und der normale blaue Kongo, der wird ja locker 12 mit seinen ewig langen Flossen. Also die sind auch wesentlich robuster. Und der Fantastik, die feiere ich beide persönlich sehr. Wirklich tolle Fische, beide mögen leicht saures und weiches Wasser. Unbedingt Huminstoffe im Wasser. Ihr seht es schon, das hat hier so einen leichten Gelbstich. Das machen wir grundsätzlich in jedes Aquarium rein, immer nach dem PPC. Hier ist jetzt allerdings etwas mehr drin, weil letzte Woche neue kamen. Und wenn die neue kommen, es sind ja immer Importe, sind auch mal ein paar schlanke und schmale mit dabei. Ich hatte allerdings noch nie Schwierigkeiten mit dem Fisch, weil die relativ schnell und problemlos auch an Trockenfutter gehen. Und man kann die ganz, ganz fix gut konditionieren. Also die kriegen Frostfutter, Lebenfutter und wie gesagt auch ein gutes Trockenfutter. Und dann wachsen die relativ schnell, sowohl in die Länge als auch in die Breite und sind schön fit und mobil. Ich hatte mal einen Kunden, der hat zu mir gesagt, bei ihm sind sie extrem scheu. Ich vermute, das liegt daran, dass er wohl die ganze Woche irgendwie beruflich unterwegs ist und die Fische eigentlich gar keine Reaktion vom Aquarium kennen. Kann ich gar nicht bestätigen, weil hier ist es so, hier laufen ja jeden Tag zig Leute vorbei, die sind sehr, sehr zeigefreudig und überhaupt nicht scheu und auch gut vergesellschaftbar. Also am besten so ein Themenbecken, so ein paar Kongo-Kugelfische zum Beispiel würden da super passen. Wie gesagt, Fantastik, die Kongo-Wälze und auch hier laufen Garnelen rum und Schnecken. Also sind wirklich, wirklich toll für gesellschaftbare, wunderschöne neue Fische
die ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet, wenn euer Aquarium wenigstens so 1,20 Meter lang ist. Also kleiner sollte es nicht sein, denn das sind recht schwimmfreudige Fische. Ja, Temperatur so um die 22 bis 25 Grad ist absolut okay. Leicht gedämpftes Licht, toller Fisch, wirklich ein toller Fisch. Geht nicht an Pflanzen, macht keinen Ärger. Willst du das Video beenden? Wir sind durch mit den zwei Blöcken, haben wir geschafft. Wir sind aber auch Könige des Laberns. Ja, aber ihr wollt es immer so ausführlich. Und nachdem wir jetzt viele Videos gemacht haben, in denen wir hier einfach immer Action hatten und haben irgendwas gemacht, ist es jetzt mal wieder ein bisschen Erklärbär-Content und das wollt ihr auch sehen wollen. Und deswegen, wie immer, müsst ihr jetzt mitleben, ausführlich und lange, schnelle, kurze Zwischentür- und Angelvideos gibt es bei Aquadicted nicht. Ja, hier oben ist nicht mehr allzu viel, deswegen hören wir bei der 8.2 auf. Du willst die Kamera schon aus dem Bild schwenken. Jetzt machen wir auch Schluss für heute. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Like da. Lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr Erfahrungen mit diesen Fischen habt oder irgendwas zusteuern könnt. Wenn ihr die anderen Blöcke nicht mehr verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Dann kriegt ihr nämlich eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video kommt. Genau, dazu müsst ihr natürlich abonniert haben. Also wir haben noch ein paar Blöcke vor uns. Wir drehen jetzt weiter. Für euch soll es das heute gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.